Wo bin ich? Scheiße. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich das letzte Mal ein paar Schienen gebaut habe und ein neues Schienennetz aufgebaut habe. Scheiße, mir tut der Rücken weh. Leck mich doch im Arsch. Wo bin ich? Ich habe keinen Plan. Naja, schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Irgendwas von einer Art Zivilisation. Okay, los geht's. Wo bin ich hier? Ich werde schon noch herausfinden. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen austragenden oder Notfall-Let's Play, könnte man auch schon dazu sagen. Hier ist Speed Limit. Das ist hier eine Straße. In irgendeiner Richtung gibt es die nächstbesten Zivilisationen. Mal rennen wir in die Richtung. Wie ich schon sozusagen in diesem kleinen gespielten Szenario gerade gesagt habe. Oder was man da vielleicht raushören konnte, ist das hier die Ablöse für die nächste Zeit von für Train Fever. Ich habe mir gedacht, fuck the shit, wir tun jetzt mal das spielen, was die ganzen anderen irgendwie schon die ganze Zeit spielen, wo ich aber keinen Plan von habe, weil ich immer eher der, hey, das ist die Route 14, hier nur Route 66, weil die anderen ja alle davor das schon gespielt haben. Ich habe es mir bis jetzt noch nie angeschaut, bedeutet das, dass ich jetzt hier eigentlich ein paar meiner ersten Aufnahmen. Wir werden jetzt eine halbe Stunde lang dieses Survival spielen. Danach spielen wir eine halbe Stunde Battle Royale und ich werde mich dann entscheiden, oder mit euch werde ich dann entscheiden, was wir spielen. Ich habe auch im Gegensatz jetzt zu, was ihr diese Woche ja leider down bei Grand Edges mit Evil mitkriegen werdet, die Asynchronität draußen, da ich nur mit dem einen Programm... Oh, Haus! Hallo, Zivilisation! Oh mein Gott, wir haben Zivilisation gefunden. Hallo? Hallo? Wir sind beim Truckstop angekommen. Schön, dass es mir angezeigt wird. Voll realistisch und so. Wir haben ja auch hinten eine handgezeichnete Karte mit ein paar Blutstropfen drauf. Und wir sind bei irgendeiner Tankstelle. Tunnel blocked. Bei irgendeiner Tankstelle sind wir gerade angelangt. East Street? Bei irgendeiner Route bin ich. Peston Valley. Okay, wir sollten uns vielleicht nicht auf der Straße hier stehen bleiben. Es könnte ja jederzeit hier irgendjemand sein, der uns was Böses tun will. Oh mein Gott, wie schaut's denn hier aus? Die Zombie-Apokalypse, sie ist real, oh mein Gott! Ja, ich hoffe einfach, dass die Tonqualität, auch wenn ich jetzt nicht mit einem extra Programm aufnehme, nicht wirklich sich verschlechtert. Und auch wenn es so ausschaut, als ob ich mich so ein bisschen auskenne, ich habe nur vorhin ein, zwei Sekunden mal reingeschnuppert, um die Aufnahme einigermaßen hinzukriegen. Broadcast System, habe ich den Headspin Bandford stiegen. Cheating finde ich scheiße. Kommt, Leute, das ist Survival. Was war das? Oh mein Gott. Ja, das Spiel hat echt einen Punkt, wo ich so ganz leicht zusammenklicke. Okay, ich bin auch leicht zu beeindrucken, das haben wir noch gesagt. Sparkplugs. Was ist denn das? Aber hier ist ein Wasser. Eine Empty Bottle. Oh, was zum Verteidigen. Nice. Schön ist auch auf jeden Fall, dass man hier mit Händen zuschlagen kann, wie im realen Leben. Was ich vorhin schon mal getestet habe, man kann auf Wasser schlagen und das macht sogar Geräusche und macht Animationen. Und das Tolle finde ich auch, also ich kann euch mal so sagen, was ich jetzt allgemein geändert habe. Ich habe ja jetzt mein Rode NTR1, das hat Probleme aufgezeigt bei der Tonaufnahme, was OBS nicht so ganz gemacht hat. Jetzt musste ich mir ein neues Programm suchen zum, zum Video hochladen. Oh, Axt! Nice. Und dann habe ich mich jetzt spontan dann für Action entschieden, weil ich das schon mal früher getestet habe und eigentlich gar nicht schlecht fand, bloß es hat halt, kostet halt. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich eh schon ein bisschen... Oh yeah!
Fuck that shit, we have a gun. Mit keiner Ammo. Fuck. Schön ist auch, dass der Lauf nach hinten ist, wie im realen Leben. Ich teste das Spiel jetzt hier so ein bisschen auf Realismus, weil es natürlich ein Survival-Game ist. Survival-Games müssen ein bisschen auf Realismus setzen. Und schon mal schön finde ich, dass man die Sachen hier durchsuchen kann, dass am Boden was liegt und natürlich auch in den ganzen Cabins hier was drin ist. Habe ich den jetzt durchsucht? Ja, habe ich. Das ist schon mal schön. Die Häuser sind gut animiert. Schauen wir mal, ob es auch Häuser gibt, wo man nicht reinkommt. Es muss auch Autos geben, also man kann auch ins Häuser rein. Wir werden nachher mal die Schusswaffe probieren. Unten sieht man die Position, was mir nicht so ganz gefällt. Ich hätte es lieber, dass man nichts sieht. Einfach nur das Survival-Arts-Wesen. Ist da was drin? Die ist empty, aber trotzdem. Ich kann ja wahrscheinlich irgendwo auffüllen. Kühlschrank mal durchsuchen. Nichts drin. Hier war wohl jemand. Alter! Mein Puls ist jetzt schon auf 200 gelandet. Das Geräusch hat mir gerade so... Hier ist kein Schwein, aber ich habe trotzdem voll Schiss gerade. Okay, bei mir ist es kein großes Wunder, wenn ich Schiss habe. Weil ich einfach der größte Schisser wahrscheinlich von der ganzen Welt bin. Gibt es hier was? Kann ich irgendwas durchsuchen? Fuck, komm, nur eine Kugel oder sowas für die Knarre. Come on. Ich fühle mich einfach so sicher mit einer Knarre in der Hand. Also so kann ich reden. Es ist schön, dass es auf der mittleren Maustaste liegt. Das finde ich ist keine schlechte Idee, dass es auf der mittleren Maus, weil man einfach ziemlich schnell hinkommt. Mit E tut man Sachen mit Sachen interagieren. Das ist auch wirklich schön und handlich gemacht. Es kommt auch der Survival-Aspekt wirklich, also finde ich, zum Tragen. Ja, ich habe zwar noch nicht so viel gezockt, aber... Combat Knife? Alter! Warte mal. Ich kann doch wahrscheinlich. Wegtun? Nochmal die Scrap Clothes hier rein. Man kann auch schlafen, was ich auch cool finde. Meine Mausintensität ist auch ein bisschen hoch, aber ist vielleicht auch nicht schlecht. Werden wir mal nachher aber sehen. Alter! Alter! Boah! Du fucking Fito! Habe ich das gerade mit einem Schlag kaputt gemacht? Euer fucking Ernst? Das Vieh hat mir gerade einen halben Schreck eingejagt. Ich hab gedacht, ich bin tot. Ich hab gedacht, wäre ein anderer Spieler. Ich habe einen halben Herzinfarkt. Dabei war das ein fucking Hirsch oder was das war. Alter! Doch, die Waffe ist in die Hand. Karre ist nicht zum Fahren, schade. Alter. Ich bin voll, also ich muss euch sagen, ich bin extremst angespannt. Keine Ahnung, ich bin allgemein bei solchen Spielen immer angespannt, wie ein Schweinchen. Ich habe schon ein T-Shirt, danke. Alter. Man kann schön viel durchsuchen, das finde ich schon mal nice. Hier durchsuchen mal. Die werden doch irgendwo eine Kugel drin haben, oder? Ach komm schon, Leute. Ihr wollt mir nicht sagen, dass ihr keine Kugeln habt. Da liegt eine Brille. Habe ich die auf oder was habe ich mit der gemacht? Die habe ich aufgezogen, nice. Ich mag ja nicht sagen, dass ich ein Schisser bin, aber irgendwie jetzt gerade schon, ja. Ich habe einen Heidenpuls gefühlt. Mir ist irgendwie so Taktik. Was habt ihr mit euren Flashlights? Könnt ihr nie in wirklich wichtigen Situationen verwenden. Was bringt euch? Ihr habt 3000 Lichter, aber verteidigen kann ich mir nicht. Nee, läuft. Läuft voll und so. Okay, hier ist eine Scheibe, wo der Müll ist. Chicken Fajita. Ist doch eine Sache, die ich gerne mitnehme. Chicken Fajita ist bestimmt lecker. Guck mal, die ganze Müll doch irgendwo... Ja, wir sind hier in Amerika. Fuck that shit. Die schmeißen bestimmt Kugeln weg. Wenn die so ein Ablaufdatum hätten, so weißt du, so scheiße, die Kugel ist ein Tag zu alt, ich kann die nie mehr verwenden. Das ist ja so eine Sache, die finde ich voll keine lustig irgendwie. All-in-one Cold Medicine. Guck mal, wir haben Medizin gefunden. Noch nicht schlecht. Was ich auch schön finde, wenn du in dem Server-Anzeigemodus bist, dass du, dass es dir angezeigt wird, was du bereits hast. Was ist denn das am Boden?
dass der dir auch anzeigt, guck mal, auf dem Server hast du einen Spieler. Du musst den Server dir nicht merken, sondern er sagt dir automatisch, hey, guck mal, hier zockst du bereits drauf. Komm doch nochmal dahin. Und das ist eine Sache, die das Leben, finde ich, extrem erleichtert. Vor allem, wenn du nicht genau weißt. Und wieder eine Flashlight. Ihr wollt mich verarschen? Ihr werdet doch nicht alle von Flashlights leben, oder? So. Nein, ich nehme das Messer nicht aus der Hand. Ich fühle mich einfach so viel sicherer. Alter, hör auf mit dem Geräusch, das mag ich nicht. Das hört sich an wie aus dem Horrorfilm. Überhaupt nicht cool. Den Kühlschrank versuchen. Das gibt's doch nicht. Warum sind die Häuser so leer? Wie lange habe ich denn verpennt? Besser gesagt, was habe ich alles verpennt an der Zombie-Apokalypse? Ich habe gedacht, das letzte Mal, als ich eingeschlafen bin, da war es. Da war es gerade mal Sommer. Schöner Sommer und wir hatten gerade eine neue Schiene eröffnet. Und jetzt liege ich hier und weiß einfach nicht weiter. Bin mitten im Nirgendwo. Und ich habe fast nichts zu verteidigen, außer Nahkampfwaffen. Aber da nochmal ein Combat Knife an. Und Handkampf wäre nice. Das finde ich jetzt cool. Ja, ihr könntet mir mal schreiben, wenn ihr so nett wärt und mir schreiben, was, wie ihr meine Stimme findet. Ich habe jetzt auch wirklich, also ich habe ordentlich geupgradet. Mit allem drum und dran, hat ein bisschen Geld in die Hand genommen und ich hoffe, das macht sich bezahlt bei euch. Bulk durability. Das Ding hat weniger durability. Ach du Scheiße, ich habe eine Hunting Rifle. What the F? Ich kann das Messer wahrscheinlich doch hier irgendwo einfach nehmen. Ich kann ich nicht schalten. Ich habe eine fucking Rifle. Ich habe das schon mal angezogen, alles. Jetzt können wir gleich mal das Video. Bin ich gespannt. Ground Coffee, ich glaube, damit kann ich nicht sagen. Da liegt ein Combat. Achso, das ist mein Combat Map, ne? Fühle ich mich doch gleich dreimal sicherer. Weapon Repair Kit. What? Ach, guck mal, die sind auch nicht wirklich heile. Ich kann es doch auf die draufziehen und dann Repair. Ah, guck mal an. Cool. Ja, die Sniper tun wir auf jeden Fall repairen, weil mit der kann man wahrscheinlich am meisten machen. Und die müsste jetzt eigentlich wieder voll geheilt sein. Nee, sie wird aber ein bisschen geheilt. Das ist schon mal eine coole Sache. Ach, das ist ein Hotel hier, wo ich bin. Was ist denn das? Fadenkreuz finde ich auch nicht schlecht gemacht, ziemlich klein und süß. Also ich bin allgemein von diesem Spiel schon mal nicht schlechter Dinge. Lecker. Das Einzige, was mich gerade so ganz nicht stört, dass ich voll nervös bin. Also wirklich, meine Anspannung ist gerade extrem. Boah, mich zieht gerade alle Gliedmaßen so. So, okay, wir sind hier an der Route. Am Highway 25, Route 14. Oh mein, wo sind wir? Not safe. Charlie bit me. Heading west to Cherbury. Wolf match. What here? Brain batteries. Also wir sind bei der 25er. Irgendwo muss hier eine. Da ist die 25er. Dann schätze ich, dass ich hier bin. Alter, die Geräusche sind ja übel. Die sind ja so richtig krass.
Das ist das Wäsche. Und das ist eine Radiostation. Ist die vielleicht bei mir? Ja, da, guck her. Das ist die Radiostation. Ich muss nach da oben, dann komme ich zu der Stadt. Wir müssen nach da.